Hallo und willkommen bei Futo. In dieser Folge wollen wir das Spiel Euro Truck Simulator 2 Let's Playen, beziehungsweise nur eine Surprise draus machen, also nur eine einzelne Folge. Das erkläre ich euch nachher, warum. Also ich möchte euch mit dieser Folge das Spiel zeigen. Mir gefällt es ganz gut. Es ist auch nicht mehr ganz so teuer. Es ist schon eine Weile auf dem Markt. Wir befinden uns jetzt hier im Hauptmenü. Man sieht hier im Hintergrund meinen LKW, den ich mir bereits gekauft habe. Ja, ich werde jetzt nur mal das Wichtigste erklären. Hier sieht man zum Beispiel mein Profil, die Anzahl der gefahrenen Kilometer bis jetzt und auch diese ganzen, den ganzen Wirtschaftsaspekt, den auch das Spiel bietet, ist hier zu sehen, hier rechts. Firmenmanager, Bank und so weiter, kann man Menschen einstellen, andere Fahrer. Ja, dann hier unten kann man entweder, also kann man Aufträge annehmen. Und zwar geht man entweder zum Frachtmarkt, das heißt man fährt mit seinem eigenen LKW, fährt man eine Fracht irgendwo hin. Oder man macht einen schnellen Auftrag und dann bekommt man einen anderen LKW ausgeliehen. Mit Fracht und muss den irgendwo hinbringen. Also diese Fracht, ja genau. So, ja, wollen wir mal gucken. Also auf der Weltkarte kann man die ganzen Strecken sehen, die man so fahren kann und wohin ich auch bereits gefahren bin. Ist hier so Westeuropa. Es gibt schon dieses Osterweiterungspaket, das habe ich mir nicht gekauft. Ich bin jetzt in Brüssel. Ich wollte eigentlich nur eine kurze Strecke mal zeigen, nur damit ihr mal seht, wie das überhaupt so funktioniert. Ja, wollen wir mal gucken, was es so für Fracht gibt, was es so für Angebot gibt. Dann wollen wir uns da mal ein bisschen entscheiden. So, von Brüssel aus fahren wir, wie gesagt, keine zu lange Strecke. Ich will es nur mal zeigen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das ist keine zu weite Strecke. Ich denke, das nehmen wir einfach mal. Und jetzt geht's also los mit dem Fahren. Ich werde hier also kein Let's Play draus machen, da das Spiel für mich nicht genug Abwechslung bietet, als dass ich ein Let's Play draus machen könnte, ernsthaft. Naja. Kann jeder seine Meinung dazu haben. Das ist meine Meinung, dass es nicht so abwechslungsreich ist. Also hier sieht man das LKW. Den LKW natürlich. Ja, Volvo, ne? In Blau, Lampen oben drauf. Man kann den LKW auch erweitern, also ein bisschen auftunen. Aber das werde ich alles nochmal nicht machen. Erstmal werde ich die Festbeleuchtung hier einschalten. Das ist jetzt richtig, oder? Müsste richtig sein. Und dann wollen wir mal gucken, wo es hingeht überhaupt erstmal. Ich hatte es ja als Navi eingestellt, nicht? Bin ich zufälligerweise schon da, wo dieses Angebot ist? Ich gucke mal gerade, ob das das Angebot ist, was wir haben wollen. Ja, genau, das ist es tatsächlich bereits. Ja, wollen wir den Auftrag mal annehmen. Und jetzt müssen wir hier also noch auf den Hof fahren. Ach, der steht auch genau hier hinten. Naja, einfacher geht's ja nicht. Manchmal muss man noch irgendwo rumfahren. Ja, normalerweise fahre ich also in Ego-Perspektive, aber zum Einparken und so benutze ich immer ganz gern diese Kamera. Und dann geht's los. Auf dem Weg nach Calais, an die französische Küste. Blinker setzen und rum. Also bitte achtet nicht zu sehr auf meinen Fahrstil. Den schaffen wir noch. Ja, so fahre ich natürlich nicht in echt. So würde ich auch nicht immer mit einem LKW fahren. Ich bin ja schon häufiger
zu schnell gefahren in dem Spiel. Das mache ich in echt natürlich auch nicht. Wow. Ansonsten habe ich auch schon mal den LKW total geschrottet, wie man sich vielleicht jetzt besser vorstellen kann. Dann muss der abgeschleppt werden. Ja, ist alles nicht so dramatisch. Ja, was man so erzählen kann, also was mir persönlich so sehr gut gefällt an diesem Spiel, ist diese Ruhe, die das Spiel irgendwie so bietet. Also man sitzt hier und fährt eine ganze Strecke, manchmal ein bisschen weiter, manchmal nicht ganz so weit, und ja, sieht was von der virtuellen Landschaft und kann sich das ganz gut vorstellen, weil auch die Grafik gut ist. Und dazu kommen dann noch die ganzen Wetterbedingungen, die sehr abwechslungsreich sind, so wie jetzt: manchmal Regen, manchmal Nebel, manchmal schöner Sonnenschein. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, das gefällt mir alles sehr gut. Bei mir ist es auch so, dass ich manchmal ein bisschen an meine Kindheit erinnert werde. Ich weiß nicht, wie es bei euch war früher, aber früher, wow, mal kurz gucken, kommt eh keiner. Davon gehe ich immer aus. Bei mir war es nämlich früher so, dass ich mit den Eltern häufiger in Urlaub gefahren bin mit dem Auto. Und dann hat man lange Strecken hinten drin gesessen im Auto, während es denn geregnet hat und was weiß ich. Und ja, da werden so ein paar schöne Erinnerungen wach. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei dem Spiel. Ja, das gefällt mir vielleicht auch so gut dran. Man hat dann als Kind auch immer schönes Radio gehört. Manchmal hat man es gar nicht verstanden, wenn man dann ins Ausland gefahren ist, aber ist ja nicht schlimm. Man hat, glaube ich, eh nie zugehört, sondern nur wenn denn, also wenn da Musik gespielt ist oder so wurde. Jetzt versuche ich hier mal nicht vorbeizufahren, denn da kommt ein Auto. Ja, das also es ist hier tatsächlich in dem Spiel auch ein, jetzt versuche ich mal hier vorbeizufahren, ein Radio integriert, und zwar ein Internetradio. Also damit kann man europaweit, glaube ich, Sender aufrufen und hören auch. Also ganz aktuell aus dem Internet gegriffen sozusagen. Und das gefällt mir auch sehr gut. Das werde ich jetzt nicht machen wegen GEMA und so. Aber prinzipiell ist es möglich. Und dann kann man also in dem Land, in dem man gerade fährt, ob das nun in Deutschland ist oder Frankreich oder was auch immer, kann man denn aktuell, so, jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie es funktioniert. Wenn man einen Unfall baut, passiert also nicht viel, man bekommt eine Geldstrafe und das LKW ist ein bisschen kaputter als vorher. Ist aber alles nicht so dramatisch. Jetzt kann ich auch mal die Scheibenwischer hier ausschalten. Oh, das war das Fernlicht. So. Ja, wegen GEMA werde ich also das Radio nicht anschalten, aber prinzipiell ist es möglich und auch empfehlenswert. So hört man auch mal ein paar andere Sender, aus denen man normalerweise in seiner eigenen Stadt auch hören kann. Ja, ist ein bisschen Stau hier auf der Landstraße. Aber so kriegt er ja mal die Möglichkeit, irgendwas zu sehen. Ich weiß ja jetzt nicht, in welchen Städten ihr schon so wart, europaweit. Also die Städte, die man hier so sieht, naja, es gibt natürlich auch kleinere Städte, aber so manche wie jetzt Paris oder London, keine Ahnung, erkennt man wieder an den Wahrzeichen dieser Städte. Also man sieht häufig im Hintergrund, denn so wie jetzt zum Beispiel, ich weiß, das ist jetzt hier keine Stadt, glaube ich, großartig. Jetzt fahren wir aber über die Grenze nach Frankreich, deswegen sind hier jetzt ein paar Häuser. Jede Stadt hat also seine Sehenswürdigkeiten, die sieht man dann auch im Hintergrund. Kann man vielleicht wiedererkennen, vielleicht auch nicht. Ja, je nachdem, wo man schon war. Also wie ihr hier rechts unten auch seht, das ist sozusagen mein Navi, ne? Ich bin jetzt minus 7000 im Minus. Also nicht minus im Minus, sondern nur Minus. und das
Liegt nämlich an diesem Crash, den ich letztens hatte. Da ist mein LKW auf 100% Schaden runtergefallen. Weil ich ein bisschen Lust auf GTA hatte eigentlich, ne? GTA 5 für den PC. Aber ist doch kein Ersatz und es ist ziemlich langweilig, denn man wird nur abgeschleppt und da sieht man nicht mal, wie das passiert. Also ist nicht so der Hammer. Langsam werde ich auch müde, sehe ich gerade. Das ist so diese Anzeige neben der Uhrzeit, sage ich jetzt mal. Das ist einmal dieser Brief. Ich mache hier mal einen Spurwechsel nach rechts. Da ist einmal dieser Brief für so Nachrichten und so. Und dann ist daneben so ein Bett und darauf ist zu sehen, wie müde man ist. Ich glaube, wenn es ganz voll ist, dann ist man ja so müde, dass man unbedingt Pause machen muss. Ist bei mir noch nicht der Fall. Mal gucken, wie weit wir es schaffen. Ist immer schlecht, irgendwie so eine Ruhepause einzubauen, wenn man gerade einen Auftrag angenommen hat. Naja, mal sehen. Daneben ist die Tankanzeige, die ist noch voll genug. Und daneben ist der LKW-Zustand. Je nachdem, wie kaputt ihr den schon gemacht habt, wird sich diese Anzeige auch füllen. Ja, ansonsten können wir ja passend zu dem Spiel hier, was ich jedem empfehle, der irgendwas mit so längeren Reisen und oder LKWs anfangen kann, also all diesen Menschen würde ich das Spiel empfehlen. Oder auch einfach nur Landschaften Europas bewundern möchte und dazu das Wetter genießen möchte. Vor allem jetzt in der Nacht natürlich, ist es nicht so abwechslungsreich, aber ist sehr schön gemacht alles in dem Spiel. Das ist wirklich mal ein Simulator, den man mit gutem Gewissen auch spielen kann. Also es gibt ja viele Simulatoren für alles Mögliche. Viele sind nicht wirklich spielbar, muss ich sagen, oder machen nur so ganz kurz Spaß, oder es sieht einfach zu grottig aus. Das ist alles nicht der Fall bei diesem Simulator. Ja. Ich habe schon mal zwei Fehlerchen, glaube ich, entdeckt, also zwei Bugs in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob die jetzt behoben wurden, das ist schon eine Weile her, wie ich das gespielt habe. Und zwar war das mal so ein Fehler, wo ich dann mehrmals bei Grün wirklich noch über die Ampel gefahren bin. Und dann wurde mir irgendwie eine Strafe aufgedrückt für über Rot fahren. Und ja, das hat so nicht ganz gestimmt. Und dazu kam so ein anderer Fehler, der mir gerade nicht mehr einfällt. Naja, vielleicht fällt er mir noch ein. Keine Straßenbeleuchtung hier auf dem Teil der Autobahn. Wenn wir schon bei dem Thema sind, Autos, Autobahnen, LKWs, womit fahrt ihr denn schon rum? Welches Alter habt ihr? Seid ihr denn schon alt genug zum Autofahren? Könnt ihr schon Auto fahren? Habt ihr das schon gelernt? Wollt ihr das nicht lernen? Also so eine Sachen. Gibt es vielleicht sogar einen LKW-Fahrer, der zuschaut und seinen Beruf weiterhin ausüben möchte. Also was möchte ich wissen? Ich mache mir hier einen Spurwechsel. Ich für mich kann nur erzählen, dass ich meinen Führerschein tatsächlich habe. Ich bin 22 Jahre alt jetzt und wohne in Berlin. Demzufolge brauche ich nicht unbedingt ein Auto, da die öffentlichen Verkehrsmittel hier gut sind, wenn sie denn funktionieren, wie sie auch funktionieren sollen. Das war ein bisschen sehr schnell, aber wir kriegen es noch hin. Dafür bin ich aber ein Carsharer. Ich denke, viele von euch werden es kennen. Dieses Phänomen des Carsharings, das gibt es ja fast in jeder Stadt heutzutage. Ja, das funktioniert also so, dass man da Mitglied ist und man zahlt im Prinzip nichts. Stehen aber Autos in der Stadt zur Verfügung und die kann man sich nehmen und dann kann man fahren und dann zahlt man pro gefahrene Minute einen kleinen Betrag. Und somit teilt man sozusagen diese Autos mit anderen Menschen. Dazu kommt noch, dass ich seit kurzem einen Roller besitze, einen Motorroller,
der höchstens 45 Kilometer schnell fährt. Ja, das war schon ein längerer kleiner Traum von mir. Es ist auch nichts Großartiges. Nicht die Oberklasse oder so, aber es macht Spaß. Gerade im Sommer macht es einfach Riesenspaß, durch die Stadt hier zu fahren damit. Mal gucken, wie ich hier fahren muss. Erster Aufenthalt in Calais. Wir sind also schon da und da sehe ich auch schon das Endziel. Na siehste, haben wir das doch alles gut geschafft. Ich fahre mal hier auf die innere Spur. Ein bisschen flotter als die anderen. Ja, dazu kommt, dass ich schon mit dem Auto meiner Eltern, das ich auch zur Verfügung habe, wenn ich es denn brauche, damit bin ich schon in Urlaub gefahren. Also ich habe schon ein bisschen Erfahrung im Straßenverkehr, aber ich fahre genauso gern noch U-Bahn. Also ich habe überhaupt nichts gegen öffentliche Verkehrsmittel. Ja, es ist auch besser für die Umwelt. Dessen bin ich mir auch bewusst. Ja. Auf diese Art und Weise komme ich so rum. Wie sieht's denn bei euch aus? Das würde mich mal interessieren. Wohnt ihr auch in einer großen Stadt oder wohnt ihr auf dem Land und seid mehr oder weniger auf ein Auto angewiesen? Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr mir gerne mal posten in die Kommentare? Ja. Und dann bin ich mal gespannt. Ich wollte mal wieder eine letzte Price-Folge hochladen, denn die Far Cry 3 Serie läuft Folge nach Folge, aber ich kriege irgendwie keine Zuschauer mehr. Was ein bisschen schade ist. Also, wenn ihr jetzt die Serie nicht gefolgt habt, weil das Spiel schon kennt oder was auch immer, ich lasse das Einpacken mal sein. Ja, dann kann ich das natürlich verstehen, aber ich freue mich über jeden Abonnenten und über Likes auch für dieses Video. Und ja, wenn ich euch vom Stil her so gefallen habe, dann könnt ihr mich wie gesagt abonnieren und dann könnt ihr immer die neuesten Folgen sehen. Nicht nur Far Cry 3 lade ich hoch, sondern auch Let's Surprises von verschiedenen Spielen. Und es soll noch weitere Let's Play-Reihen geben in Zukunft oder in kürzer Zukunft. Also, ich hoffe, ich habe euch gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.